Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Staatspräsident Alberto Fernández jetzt zu uns gekommen ist bei seiner ersten Europareise. Wir freuen uns auch, Herr Präsident, dass Sie so frühzeitig nach Europa gekommen sind. Natürlich ist der Papst erst einmal für einen argentinischen Präsidenten, glaube ich, der wichtigste Anlaufpunkt. Aber wir freuen uns natürlich auch, dass Sie uns hier in Berlin besuchen. Die Freude ist deshalb so klar, weil wir wirklich langjährige, freundschaftliche, enge Beziehungen hatten und weil wir diese Beziehungen jetzt auch bekräftigen und weiterentwickeln können. Wir wissen, dass Argentinien sich in keiner einfachen wirtschaftlichen Lage befindet. Umso wichtiger ist es, dass wir heute Abend über unsere Wirtschaftsbeziehungen miteinander sprechen können und auch überlegen können, wie wir von deutscher Seite oder aber auch von europäischer Seite unterstützend und hilfreich sein können. Wir begrüßen natürlich auch die Gespräche mit dem IWF und wir werden auf diesen Punkt dann noch weiter eingehen. Wir sind deshalb auch enge Partner, weil wir für eine multilaterale Weltordnung eintreten und wir haben sehr gut in der Zeit der G20-Präsidentschaft zusammengearbeitet und wir wollen auch diese multilaterale Ordnung weiter stärken. Wir werden sicherlich über einzelne vielleicht auch mögliche Investitionsprojekte deutscher Unternehmen in Argentinien sprechen. Ich habe mich nochmal erkundigt, das Interesse an Investitionen ist groß und man muss sie dann auch umsetzen. Und wir haben natürlich auch ein Gesprächsthema im Blick auf das Mercosur-Abkommen. Der Präsident, wenn ich das sagen darf, hat gerade daran erinnert, dass wir uns das erste Mal begegnet sind im Jahr 2005, schon da ging es auch um Mercosur und so beschäftigt uns das Thema immer noch. Es ist des Weiteren natürlich sicherlich auch interessant, über die Lage in der Region insgesamt zu sprechen, denn Lateinamerika kennt natürlich auch einige schwierige politische Situationen. Also mir ist es eine Freude und Ehre, Sie heute Abend hier zu begrüßen, herzlich zu willkommen. Muchísimas gracias, Canciller. Para mí una alegría estar en Alemania. Es muy importante para nosotros estar en Alemania. Alemania es un modelo que nosotros miramos muy de cerca, porque sabemos que ha sido el motor de la gran unidad en la Unión Europea. Y además, los argentinos tenemos un vínculo muy estrecho con toda Europa. Usted sabe que suelo decir yo que en gran medida los argentinos bajamos de los barcos, porque es una sociedad que se ha formado con inmigración europea, alemana, española, italiana, francesa, con lo cual venir a Europa y hablar con todos ustedes para nosotros es muy importante, tiene que ver con nuestros orígenes y nuestro destino común. Vamos a hablar de todos estos temas que nos preocupan. Recién le comentaba a la señora canciller que nos conocimos allá en el año 2005, cuando en Viena hicimos el primer reencuentro de la Unión Europea y el Mercosur. Y ese es un camino que tenemos que seguir fortaleciendo y viendo de qué modo podemos materializar. Esta mañana tuve una espléndida reunión con empresas inversoras en Argentina, donde repasamos todos los temas pendientes y todas las alternativas. Yo quedé muy contento y muy satisfecho con esa reunión y me da la impresión que por lo que ellos me han transmitido, los mismos han sentido ellos. Compartimos con Alemania y con la señora canciller puntualmente nuestra preocupación por los organismos multilaterales y por la relación multilateral, donde nosotros creemos que es donde el mundo debe encontrarse. Y seguimos muy de cerca y muy comprometidos con todo, con toda esa política. Así que feliz de estar en Alemania, feliz de seguir acá esta gira europea. Estuvimos con el Papa Francisco días atrás, que le decía a la señora canciller, me habló con mucho afecto y mucho cariño de ella. Y bueno, y seguiremos mañana en España y después ulteriormente en Francia. De verdad, señora canciller, gracias por recibirme, gracias por su tiempo, gracias por recibirme en Alemania, en esta ciudad espléndida. Y bueno, a trabajar se ha dicho. Danke. Wir machen noch ein Foto und wir können es machen. Okay. Okay.